Bei allen Texten, die wir hören, liebe Schwestern und Brüder, in diesen Wochen der Vorbereitung, in diesen Wochen des Advent, mag uns die Frage leiten, ob wir bereit sind für Gott. Ob er wirklich kommen kann, zu mir, zu uns, hier an diesen Ort, in unser Land, in diese Welt. Der Prophet Zephania richtet uns heute aus, dass es dazu Voraussetzungen braucht. Dann, wenn man sich nicht mehr schämen muss. Wenn wir ein demütiges und armes Volk geworden sind. Ach ja, ich weiß, das sind so großartige Stichworte, die wir hören. Und seit dem Papst Franziskus im Pontifikat ist, sind ja sowieso schon mal alle vom Berufs wegen arm, weil wir finden den ja toll. Ich nehme an, der Papst weiß, wovon er spricht. Er kommt aus einem Land, in dem man das noch erleben kann. Bei uns wird sie eher ja versteckt oder übertüncht oder schamhaft irgendwie maskiert. Und dennoch spricht der Prophet heute von dieser Voraussetzung, dass Gott ankommen kann. Es gibt dann auch immer wieder die Postulate nach einer armen Kirche. Aber das hilft alles nicht weiter. Auch wenn wir uns dann jetzt per Definition arm nennen. Man muss sich einmal anschauen, wie in unserem Land Armut definiert ist. Das geht noch ganz gut. Zeigt ja, wie reich wir eigentlich sind. Aber um welche Form von Armut geht es? Auch um die materielle, ja. Und ich weiß, wie viele innere Entschuldigungen wir schon wieder aufbauen. Weil wir ja Verantwortung haben und wir müssen auch an die Zukunft denken. Ja, weiß ich alles. Wusste der Prophet wahrscheinlich auch, wenn auch in anderem Kontext. Aber es geht um uns ganz persönlich. Was steht dieser Armut im Weg? Der Prophet gibt eine Antwort in dem negativen Bild, das er am Anfang zeichnet. Das ist die Kehrseite dessen, was eigentlich Armut bedeutet. Da ist von einer trotzigen, von einer schmutzigen und von einer gewalttätigen Stadt die Rede. Und Stadt heißt Menschen. Heißt nicht Stadtverwaltung, sondern heißt Menschen, die dort leben. Trotzig, schmutzig und gewalttätig. Und betrifft das nicht auch uns alle, dass uns genau das im Weg steht? Sie wollen nicht hören, kommt noch einmal. Sie nehmen sich keine Warnung zu Herzen. Jesus spielt darauf an im Evangelium, auf die Botschaft Johannes des Täufers. Das wollt ihr nicht hören. Ja, klar, ist unangenehm. Das ist der Trotz. Dass wir immer schon sagen, ja, das wissen wir aber besser. Unsere Entwertungsstrategien, wenn uns wirklich ein Wort einmal treffen soll, wenn es uns verändern soll und wenn wir vielleicht in der ersten Reaktion merken, meine Güte, bevor wir uns dagegen wehren, wie viel Arbeit wäre das? Wie viel Anstrengung würde das kosten? Ja. Und vielleicht auch an den Punkt zu kommen, dann sind wir nämlich am Punkt der Demut, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Nicht im ersten Anlauf und nicht im zweiten Anlauf. Das wäre eine Form von Einsicht und von Demut. Und von Schmutz ist die Rede. Unglaublich viel Schmutz umgibt uns nicht nur, sondern ist auch in uns. Ich sage nur das Stichwort Internet. Und wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, selig. Selig ist er oder sie. Gut. Aber es betrifft uns alle, mehr oder weniger. Inklusive der Gewalttätigkeit, auch wenn sie in einem kultivierten Land und unter Kirchenleuten in der Regel nur verbal ausgeübt wird, dafür aber dann richtig. So kann Gott nicht kommen. Wir haben das am Beginn gesungen. Wir suchen dich, wir finden dich nicht. Über unserem Leben fehlt der Stern. Wir würden gerne zur Krippe gehen, aber wohin? Es ist noch Zeit. Es ist immer Zeit. Wenn wir das einmal verstehen würden, wie geduldig Gott mit uns ist, indem er uns Zeit schenkt, diesen Advent gibt, das Weihnachtsfest kommen lässt, mit all seiner Schönheit,
dann sind wir auf einem guten Weg, diesen Trotz abzubauen, den Schmutz abzuwehren, uns davon wirklich loszusagen, so schwer das sein mag. Ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk. Der Rest von Israel wird kein Unrecht mehr tun und wird nicht mehr lügen. In ihrem Mund findet man kein unwahres Wort mehr. Sie sind friedlich und niemand schreckt sie mehr auf, wenn sie ruhen.